Jo Freunde, was geht heute zum neunten Video? Alter Nico, dir kennst du nicht das Geld, auch wenn ich dir nicht bezahle. Jo Freunde, was geht heute zum neunten Video auf meinem Kanal? Ihr könnt es wahrscheinlich schon im Hintergrund hören. Der belaut hier bei mir. Film mal ein bisschen. Alle sind am Arbeiten. Reicht auch mit dem Film, ne? Alle sind am Arbeiten. Bei mir wird ein bisschen zu Hause umgebaut. Hier, ihr seht, da gehen sehr viele Leute rein. Das ist die Hüpfburg. Einfach so für die Leute. Ich denke auch an andere. Bruder, was ist das für ein süßer Hund? Ich habe noch nie so einen hässlichen Hund gesehen. Mein Gott, ey. Ey, nichts gegen den Hund, ne? Ja, so, aber ich habe noch nie so einen hässlichen Hund gesehen, ohne Spaß. Wenn mir zu Hause ein Glas auf den Teppich fällt, ne? Oder ein Glas auf den Boden fällt, das würde ich mit dem sauber machen. So lappenmäßig. Ey, der bekennt für den Hund. Tut mir leid. Wie gesagt, Freunde, kommen wir zum Video. Heute habe ich wieder eine geile Idee. Ist auch eine sehr, sehr interessante Frage. Und zwar, was sind so eure drei Gründe, warum eine Beziehung kaputt geht? Ich bin selber gespannt, was so die Gründe sein können in einer Beziehung, warum die kaputt gehen. Wird wahrscheinlich viel interessieren. Leute, die keine Beziehung haben, Leute, die eine Beziehung haben. Ja, mit kaputten Beziehungen kenne ich mich hier aus. Ich habe ja die eine oder andere Beziehung kaputt gemacht. Erster Link in der Videobeschreibung. Für Fame eine Beziehung kaputt gemacht. Ja, wie gesagt, dann würde ich sagen, gebt euch das Video, bleibt aktiv, aktiviert die Glocke. Falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, sehr, sehr wichtig. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online ist. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, Freunde, wir sehen uns. Boom. Drei. Was wollen Sie fragen? Bisschen fröhlicher, ne? Bisschen lachen. Ihr seht schon im Hintergrund, die Mädels sind sehr, sehr fröhlich heute. So, jetzt haben wir die nächsten. Aber bist du ein Boxer oder warum? Bereitest du dich vor? Ja, gut, ja. Bist du Boxer? Ja. Wie viele Kämpfe hat's schon? Ein. Gewonnen, verloren? Unentschieden. Echt, das verloren, deswegen sag ich jetzt kurz unentschieden. Ne? Heute bin ich ein bisschen mit einem Kollegen unterwegs, mit einem Bruder. Vielleicht kennt ihr ihn. Jonas bin ich heute unterwegs. Ne, Jonas? Ja, hallo. Du heißt Jonas? Ja, ich bin Jonas. Jonas? Ach, das steht auch da. Oh nein. Hey. Wer ist der Stärkste von euch vieren? Er ist ehrlich der Stärkste. Ehrlich jetzt? Ja. Bruder, er hat mir irgendwas gesagt, du kannst nicht böse gucken. Ja, ich kann nicht böse gucken. Versuch mal einmal böse zu gucken in die Kamera. Er kann ehrlich nicht böse gucken, Digga. So, servus. Ich merke schon, Bruder, bei dir läuft mies. Merke ich schon, Bruder. Ein Junge, zwei Mädchen. Das habe ich immer beneidet. Alles gut, Digga. Nerv mich nicht, bitte. Bruder, du bist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden, wa? Wie ist die Luft da oben? Luft da oben? Luft, Luft. We are recording with two cameras. Two cameras? Yeah, we are recording with two cameras. One camera there. Say hello. Okay, hello. Und noch zweite Kamera und die ist da oben. Okay. You know Drohne? Sehr gut. Say hello in the camera. Wie alt seid ihr überhaupt, Jungs? 15. 15? 18. Ich schwör auf alles. Ich schwör auf alles. Bruder, sollst keine Witze erzählen, sollst dein Alter sagen. Ehrlich, 18. Niemals, Bruder. Doch, wir haben auf dem Ausweis einfach ein bisschen ein paar Jahre raufgespielt, Bruder. Der ist noch nicht 18. Du? Bei 15. 13. Achso, stellen Sie sich mal vor. Ich verstehe nicht. Ich habe sie eben gefragt, ob ich Deutsch kann. Jungs, Mädels, alles Mögliche, stellt euch mal bitte direkt vor. Ich bin Lea, 12 Jahre alt. Oh mein Gott, YouTube, nein. 12 Jahre? Ja, ich werde 13. Boah, was haben wir denn hier gefangen, Alter? Und du? Sag bitte, du bist aber volljährig. Nein. Wie alt? 13. Ich drehe hier durch, Digga. Junge, können wir so eine junge Leute haben, Digga? Ja, und zwar, wie heißen sie? Gina Moody. Ich bin Jan. Mercy. Leila. Gina Moody. Wir machen so eine Umfrage. Wir suchen den besten Friseur aus Hamburg. Und wir wollten Sie erstmal fragen, zu welchem Friseur gehen Sie? Ich mach das selber. Ja, habe ich mir gedacht. Ist gut. Ja. Okay, erstmal seid ihr grundsätzlich alle einverstanden, im Video zu sein? Ja, alles gut. Ja, ja. Ja. Was? Nie wieder vor Gericht. Drehen Sie sich einmal? Ja. Das ist der neue, weil sie nicht beim Friseur war, konnte sie auch niemand sagen, wie sie die Haare haben wollte. Deswegen so ein bisschen auf Freestyle, ne? Ja. Versucht war wahrscheinlich Übergang. Drehen Sie sich nochmal einmal? Ja. Guck mal, da seht ihr, kein Übergang. Von 0 auf 100. Komm mal ganz kurz mit. Achso, ganz kurz. Da geht's weiter. Achso, ich dachte, Sie gehören dazu. Wir machen so eine kleine Tour. Achso, nee. Ich gehören Sie nicht dazu? Dankeschön. Alles klar. Also ich hätte gedacht, Sie gehören dazu. Man muss ja auch den einen oder anderen Tag mit der Fam raus. Ne? Sehr, sehr wichtig. Verbringt auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit mit eurer Familie. Ich tue es im Endeffekt auch. Um eure Frage zu beantworten. Ja, ich habe eine Großfamilie. Hier vorne sind die alle. Anne! Alle haben sich umgedreht. Ich habe 8 Mütter. Ey, das ist gerade Dings. Wie heißt das? Déjà-vu, weil ich hatte das auch einmal, dass ich mit so einer Gruppe rumgelaufen bin. Alles klar, ich wäre fast gestorben, ja? Genau, wie heißt die Frisur? Es hat keinen Namen, es ist meines. Deins, ne? Deine Kreation. Ja. Die wird, glaube ich, auch nur ihre bleiben. Warum seid ihr so jung und hier in der Stadt? Weil wir Langeweile haben. Mit 12, 13 in der Stadt Langeweile chillen. Ja, wir chillen halt an der Altstadt. Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen... Ja, Bruder, fahr uns um. Komm, drück! Er muss da durch. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht weggehe, kriege ich vielleicht Schmerzensgeld. Okay, Jungs, ihr hattet safe schon alle eine Beziehung, ne? Ja. Bin ich so einer. Hast du einen Freund? Nein. Keinen Freund gehabt? Nein. Ich glaube, du siehst noch auf diesen Blättern. Nein, ich habe keine Freundin. Hattest du aber, ne? Ja. Du hast eine gehabt, Jonas. Das sehe ich dir an.
Wir haben nur zwei Kameras, das ist keine Kamera. Genau, die Frage aller Fragen. Welche ist deine? Keine. Keine? Nee. Wollen die heute noch machen? Ich sehe doch dem Jungen schon an, dass er die zwei wegkommen will. Der macht das heute. Ist es dein Freund? Nein, nein, nein. So, die Frage aller Fragen. Hattet ihr schon mal einen Freund? Ja. Du auch? Ja, ja. Du hast auch einen Freund gehabt. Krank! Er hat einen Freund einfach gehabt. Warum der Koffer? Ich komme gerade aus Berlin. Gerade aus Berlin? Ja. Was hast du in Berlin gemacht? Ich habe meine Schwester besucht. Alleine? Ja. Seid ihr in einer Beziehung? Nein. Nein. Hattet ihr schon mal eine Beziehung? Ja. Ja. Oh Gott, ihr mit 12 und 13 hattet ihr schon eine Beziehung? Ja, leider. Warum leider? Weil es ein F*** war, ganz einfach. Okay, und wie kam es dazu? Ich habe sie mit diesem Jungen verkuppelt. Okay, und dann? Also eine Zwangsheirat. Eine Zwangsbeziehung. Ja. Alles klar, eine Zwangsbeziehung mit 12, ja? Und dann? Ja, und dann hat er nach 3 Tagen Schluss gemacht. Und was sind für euch so 3 Gründe, warum eine Beziehung kaputt geht? Vielleicht haben die beide andere Liebens. Also irgendjemand will etwas tun und der andere nicht. Also, oder auch wenn man sieht um, wenn man einfach müde ist. Ja. Wenn man müde ist, ja. Dann geht eine Beziehung kaputt, ne? Ja. Geil, geile. Alles klar. Warum aber, warum? Jetzt kommt die Frage, was sind so die 3 Gründe, warum eine Beziehung kaputt geht? You tell your friends you will do something, but you don't enough. Ja. Und was noch? Betrügen, Lügen, Verrat. Oder er hat sich selber beschrieben. Hast du schon mal jemanden betrogen? Leider ja. Wie kam's? Hab mich mitziehen lassen. Muss ein bisschen erklären. Er kann's besser erzählen. Hast du, ja, viel betrogen und so. Was sagst du? Nicht du, nicht du, andere. Auch nicht. Doch. Ich hab viel betrogen. Nein, die mich. Ja, er wurde selbst betrogen, hat er selbst auch betrogen. Ja, aber mit Liebe aber. Auf jeden Fall, guck mal, was sind so die 3 Gründe, warum eine Beziehung kaputt geht? Röntgen. Zu viel Stress. Wegen Eifersucht. Erklär mal ein bisschen, warum zu viel Stress mit Eifersucht? Warst du eifersüchtig oder dein Freund? Nein, wenn er zu eifersüchtig war und nicht wirklich, gar nicht so oft und so. Also er hat dir viel verboten? Ja. In welchem Trakt warst du? Wie? In welchem Zellentrakt? Warst du wie im Gefängnis? Ist das nicht ein bisschen zu früh in dem Alter? Eigentlich schon, ja. Was habt ihr sonst so für Ziele? Was tut ihr denn so mit 12 Jahren? Ich war ja noch nie 12. Direkt mit 18 auf die Welt gekommen. In die Schule gehen. Da geht ihr noch hin? Ja, Mann. Euch muss man helfen. Nein, auf jeden Fall die Schule durchziehen, ne? Wir müssen auch mal das Vorbild spielen, ne? Auf jeden Fall in die Schule gehen, nicht auf die schiefe Bahn, Mädels. Immer den richtigen Weg gehen und wir werden da gefilmt. Und bei dir? Du reißt ein Wunder. Ey, ich wollte einfach nur betrogen. Bruder, wie kann man ihn betrügen, Wallah? Er kann nicht mal ernst gucken. Es ist einfach was passiert. Ich weiß, wie es dazu gekommen ist. Was haben... Wollen wir zu Ende erzählen, worum es geht? Taschentücher. Oder ich glaube, der Fanpack. Ich glaube, ich sogar ehrlich. Guck mal, also, wir waren so auf Hausparty. Ja. Also, mein Kollege hat so seinen Geburtstag gefeiert, ne? Nenn Lukas bitte nicht deinen Kollegen. Weil, ich will jetzt nicht spoilern, aber er ist der Buhmann in der Geschichte. Oder dir fällt es ja richtig schwer. Ja, ich habe meinen Freund gerufen, der weißt du, auf den. Also, Freund auf Hausparty, weißt du. Also, und damit sie merkt, dass ich nicht sie betrüge und so, ne? Ich habe sie gerufen, ne? Also, es wurde ja so spät und so, ne? Dann musste ich nach Hause gehen und dann. Sie ist geblieben, hat er übernachtet, ne, mit Freunden. Ne? Sie hat so getrunken, ne? Dann, also sie haben zusammen getrunken dann, ne? Ja. Oder musste ich dann gehen, ne? Ich war da alleine mit Jungs, weißt du? Und Jungs sind dann, und dann machen Jungs, ne? Dann machen sie so, füllen sie ab und dann so. Oder hat sie einfach gepanscht, ja. Weißt du, auf den so. Deine Freundin? Ja. Ja. Deine Kollegen haben deine Freundin. Nein, nur, aber zu der muss ich sagen, Lukas war sozusagen ein Bekannter von mir. Bruder, wer ist Lukas? Der. Man denkt, wir sind Kollegen, Bruder, ich weiß noch nicht mal, wer Lukas ist. Lukas ist der Typ, der die Hausparty veranstaltet hat. Oder sie sind so, sie haben Haare geschnitten, sind gekommen und dann hat er beendet. Was gibt's da? Da läuft ein Tier rum. Oh. Alter, da glaube ich gleich zu, ne? Warte mal einen Moment. Komm mal ganz kurz, Jungs. Drehen Sie mal Ihren Kopf. Was ein Übergang, Digga. Krank, ne? Meine goldene Schere? Ey, mein Cousin schneidet krass an seinen Keller, Digga. Krank, ne? Ah, voilà, ja, Übergang. Boah. Die Jungs sagen, super. Wie lange hast du gebraucht für Haare? Hm? Wie lange hast du gebraucht? 2 Jahre so. Ja. Ich habe auch letztens bei meinem Friseur geschnitten, 1 Jahr. Which Friseur do you go? Like, where you cut your hairs? Er schneidet halt immer kurz, ne? Ups. Oh. Ja, er schneidet halt immer hier kurz und dann immer länger. Bist du schon mal fremdgegangen? Nein. Deine Ex-Freundin? Nein. Oder Ex-Freund, sorry. Da, wie ist bei euch denn die Beziehung kaputt gegangen? Bei mir hat es einfach nicht mehr gepasst. Du bist auch perverser jetzt, ne? Also, ja, wie heißt der Junge nochmal, damit sich ihn mit dem Namen anspricht? Wie heißt der Junge? Jan. Jan, du bist aber auch perverser, ne? Jan, du musst mal ein bisschen aus dir rauskommen.
Was willst du von mir hören? Könnt ihr euch gar nicht was vorstellen mit dem Jan? Nein. Was feiert ihr an Jan? Sein Charakter. Was für ein Charakter hat der im Guten? Ja, ist lustig halt mit ihm. Ja, bis jetzt kam da ja noch nichts vor der Kamera raus, ne? Was schätzt du so bei denen? Also, Alter, reicht doch mal. Gott, mein Herz. Beide extrem nett und macht Spaß mit denen. Was sind so für euch drei Gründe, wie eine Beziehung kaputt geht? Fernbeziehungen, dass man nicht ehrlich ist und wenn man halt nicht zusammenpasst. Okay, und bei dir? Also, wenn man nicht loyal ist, halt die andere. Definier bitte mal das Wort Loyalität. Ist schwer. Erwarten, dass Leute loyal sind, aber nicht wissen, was Loyalität ist. Ja! Aber Lukas ist dein Kollege. Nein, nicht mehr. Nochmal für die Leute, um zusammenzufassen. Ja. Also, die haben deine Freundin. Mhm. Wie hast du reagiert? Wie hast du es überhaupt herausgefunden? Er hat es mir erzählt, ja. Aber woher weißt du das? Weil ich selber geweißt habe, weil er es mir, beziehungsweise, wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? An der Ampel. Ich fand's nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Und wie war deine Reaktion, als du es mitbekommen hast? Erstmal, ne, ich habe meine Freundin so gerufen, ne, auf den. Ich hab die gerufen, ne, lass mal zu ihm fahren, ne, ich wollte ihn direkt am ersten Tag schlagen. Ich wollte zu ihm gehen, aber einfach schlagen. Auf den sowas macht man nicht und so, ne. Das war mein erster Gedanke. Wollte ich ihm machen, ne, dann hat er mir das ausgeredet, dass ich ihn nicht schlagen soll und so. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? 3 Monate. 3 Monate. Ja. Da haben sich bestimmt schon Gefühle aufgebaut, dies und das. Und was würdest du jetzt ihr, ne, mich zurückgeben? Also wenn sie jetzt hier wäre, was würdest du sagen? Ich weiß nicht. Ich wäre sprachlos. Aber leider wurde ich auch betrogen. Du auch? Ja. Kelle. Muss ich jetzt das auch erzählen? Okay. Achso, Wala wollte, dass ich sage, erzählen, ne? Wie gesagt, wollt ihr noch irgendjemanden grüßen? Ich grüße meinen Ex-Freund Muffi. Dankeschön, dass du mich betrogen hast. Ehre, Mann. Warum hat er dich betrogen? Mit einer anderen? Ja, mit einer anderen, auch Fernbeziehung. Okay, hat dich das getroffen? Jein. Bei ihm hattest du das Gefühl, so, du hast zukünftig gedacht? Jein, es geht, ne? Manchmal schon, ja, aber nicht immer. Genau, mit 12 habe ich auch zukünftig gedacht, ne? Weil das Leben dann auch mit 12 schon angefangen hat. Ja. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen und auch unterhalten und nicht gelangweilt. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Schreibt auf jeden Fall mal jetzt selber in die Kommentare, was sind für euch die 3 Gründe, warum eine Beziehung kaputt geht. Ja, wie gesagt, mehr kann man dazu nicht sagen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ach komm, verpisst euch. Was? Haut rein, wir sehen uns.